Ja, Freunde, also das Hauptthema in diesen Tagen, jetzt unter anderem in den deutschen Medien, ist ja jetzt bekanntlich dieser Gefangenenaustausch zwischen Russland und dem Westen. Und darüber wird jetzt auch sehr viel gesprochen. Daher sehe auch ich mich persönlich jetzt genötigt, dazu auch meinen Senf dazuzugeben. Also eigentlich sollte man meinen, es ist nichts Außergewöhnliches, auch wenn es jetzt sehr viel Geschrei gibt, weil es gab es schon immer, dass zwischen beiden Seiten, also in dem Fall zwischen Russland und dem Westen, dass da jetzt irgendwie Agenten untereinander ausgetauscht worden sind. Also klar, es wird jetzt natürlich auch von den Propagandamedien hier in Deutschland behauptet, von wegen, dass es von Russlands Seite ausschließlich Agenten waren oder jetzt in dem Fall Mörder waren, aber die von der westlichen Seite, die jetzt Russland freigelassen und übergeben hat, dass das ausschließlich komplett unschuldige und unbeteiligte Menschen sind. Und in dem Zusammenhang sagen auch verschiedene Propagandisten, von wegen, dass er jetzt die russische Regierung oder die Regierung jetzt in Weißrussland in dem Fall jetzt einfach irgendwelche Geiseln nimmt, also ausländische Bürger jetzt als Geiseln nimmt, um sie dann gegen ihre eigenen Agenten freizupressen. Und dann wird auch von vielen gesagt, dass eben deutsche Staatsbürger oder jetzt europäische Staatsbürger, wie auch immer, es eben aus diesen Gründen vermeiden sollten, eben nach Russland zu fahren oder nach Weißrussland zu fahren, weil sie dann eben, wie gesagt, als Geisel genommen werden könnten, um eben dann gegebenenfalls gegen die russischen Agenten, wie es heißt, ausgetauscht zu werden. Wenn wir jetzt allerdings mal auf die Liste schauen, die zumindest öffentlich jetzt vorliegt, wie jetzt in diesem besagten Artikel hier vom ZDF. Ich werde diesen Artikel auch nochmal unten verlinken. Dort sind auch viele Namen aufgeführt, die jetzt eben im Rahmen dieses Gefangenenaustausches übergeben wurden. Und wenn wir uns da jetzt mal die westliche oder die pro-westliche Seite anschauen, da sind ja auch Leute dabei, die jetzt selbst aus Russland kommen, die ja jetzt im Westen übergeben worden sind, auch sogenannte Oppositionelle. Und wenn wir uns jetzt mal die Liste anschauen, stellen wir fest, dass so ziemlich alle von denen, die allermeisten, dass sich bei denen nicht um irgendwelche Bürger handelt, jetzt beispielsweise deutsche Bürger, die einfach jetzt nach Russland gefahren sind als Touristen, um jetzt irgendwelche Mädels beispielsweise kennenzulernen, um irgendwie in den Skiurlaub zu gehen, um irgendwie mit der transsibirischen Eisenbahn irgendwie da durchzufahren, sondern dass es meistens in der Regel sich um Leute gehandelt hat, die entweder direkt oder indirekt mit Politik sehr stark zu tun haben und in dieser oder jener Form mit irgendwelchen westlichen Organisationen, seien es jetzt beispielsweise irgendwelche sogenannten NGOs oder jetzt westliche Medien, wie zum Beispiel jetzt Radio Svoboda, also Radio Liberty, das praktisch amerikanische Pendant zu RT, das meistens irgendwelche Leute waren, die diesem besagten Milieu eben größtenteils zugeordnet werden können. Also was ich hier auf jeden Fall betonen will, es handelte sich jetzt nicht von westlicher Seite um irgendwelche zufälligen random Leute, wie gesagt, die einfach nur so nach Russland gefahren sind und dann einfach durch Zufall, obwohl sie überhaupt nichts getan haben, mit nichts irgendetwas zu tun haben, dann einfach mitgenommen wurden und in Knast gesteckt worden sind. Also klar, Willkür von Seiten irgendwelcher Staatsbediensteten kann es immer geben, dass es da vielleicht irgendwelche auch Kriminellen gibt, beispielsweise jetzt in Russland oder auch in irgendwelchen anderen Ländern, die versuchen wollen, irgendwelchen Leuten was unterzuschieben, um sie dann in den Knast zu stecken, um irgendwie beispielsweise irgendwo eine Prämie zu kassieren und ähnliches. Also kriminelle Leute in dem Fall, das kann es immer mal geben, aber das hat jetzt nichts damit zu tun, ob jetzt jemand ein ausländischer Staatsbürger ist oder ein russischer Staatsbürger oder mexikanischer Staatsbürger in Mexiko oder ähnliches. Aber hier, wie gesagt, handelt es sich größtenteils um Leute, die eben aus dem politischen Milieu kommen und aus dem in dem Fall pro-westlichen politischen Milieu. Und übrigens, das sei auch noch mal nebenbei erwähnt, also ich kenne persönlich auch jetzt gerade deutsche Leute, das gibt sogar ja zwei Gruppen. Also eine Gruppe befindet sich jetzt gerade, soweit ich weiß, auch in Weißrussland, beziehungsweise hat sich jetzt die letzten Tage dort befunden. Und eine andere Gruppe von Deutschen befindet sich jetzt gerade übrigens auch in Russland, macht dort irgendwie ihre Tour und ähnliches. Also an dieser Stelle auch noch mal herzliche Grüße, falls jemand von euch das jetzt sieht. Und mir ist jetzt nicht irgendwie zu Ohren gekommen, dass jetzt jemandem von denen irgendetwas passiert ist, dass dort irgendwie jemand festgenommen und in den Knast gesteckt worden ist. Das heißt also, was ich euch einfach damit sagen möchte, ist, also falls jetzt irgendwelche deutschen Bürger unter euch jetzt irgendwie verunsichert sind, soll ich jetzt nach Russland fahren oder muss ich jetzt irgendwie Angst haben, dass ich dort direkt in den Knast gesteckt werde für lebenslang oder sogar hier zum Tode verurteilt werde, wie dieser Rico Krieger hier in Weißrussland und ähnliches. Also da kann ich euch sagen, wenn ihr jetzt nicht irgendwie gegen Russland seid, nicht gegen Russland arbeitet, nichts irgendwie zu tun habt mit westlichen NGOs und ähnliches, also einfach nur eine touristische Reise machen wollt, nach Sotschi oder ans Schwarze Meer, was auch immer ihr machen wollt, könnt ihr das sicherlich gerne machen, wie auch in jedes andere Land fahren könnt. Klar, wenn ihr jetzt irgendwie gegen Russland seid und auch irgendwie im antirussischen Milieu irgendwie aktiv seid, würde ich persönlich euch das lieber nicht empfehlen, auch wenn es nicht unbedingt heißen muss, dass da euch jetzt gleich irgendwas passiert und ähnliches. Also ich persönlich jetzt würde jetzt auch nicht morgen in die Ukraine fahren beispielsweise. Auch wenn mich die Leute jetzt da vielleicht nicht kennen,
Ich weiß nicht, ob mich Leute da kennen, weil ich mache ja im Endeffekt meine Tätigkeit in deutscher Sprache, nicht in russischer Sprache. Ich weiß nicht, ob die da über mich Bescheid wissen. Aber trotzdem fahre ich da nicht hin, weil ich trotzdem dann damit rechnen muss, dass ich entweder dort in irgendwelchen Kerkern lande oder gar nicht mehr oder komplett unter der Erde lande und nie wieder nach Deutschland zurückkomme. Also ein funktionierendes Gehirn sollte man auf jeden Fall auch schon haben, bevor man in irgendein Land fährt. Egal, ob es jetzt Russland ist oder ob es jetzt Brasilien ist, Südafrika ist, China ist, Nordkorea oder Deutschland. Eine Sache, die ich hier noch zu guter Letzt noch mal hinzufügen möchte, und zwar geht es jetzt um diesen sogenannten Tiergartenmord, weil darüber wird ja jetzt sehr viel herumgeschrien, von wegen, dass man ja ihn freigelassen hat und ihn ausgetauscht hat gegen irgendwelche unschuldigen angeblichen Menschenrechtler. Und ich erinnere da nochmal daran, dass eben dieser sogenannte Tiergartenmörder angeblich war, der diesen Banditen aus dem Kaukasus da eben beseitigt hat hier im Zentrum von Berlin und dementsprechend jetzt im deutschen Gefängnis jetzt sitzt. Also ich bin zwar der festen Überzeugung, dass die meisten von euch Zuschauern intelligent sind, ein bisschen doch Ahnung haben von der Welt, aber für alle Fälle, falls es hier doch Leute gibt, die irgendwie eine rosarote Brille aufhaben und irgendeiner, keine Ahnung, Mickey Mouse, Benjamin Blümchen Welt leben oder ähnliches, will ich auch nochmal hier eine Sache klarstellen zu diesem sogenannten Tiergartenmord, dass es nämlich gängige Praxis ist, dass verschiedene Staaten Feinde des entsprechenden Staates auch durchaus liquidieren, ja, beseitigen, wie es jetzt unter anderem jetzt Russland in diesem Fall vorgeworfen wird. Beispielsweise Israel, das ist ja ein demokratischer Staat, ein guter Staat, soweit ich weiß, ja, wenn man zumindest unseren Medien hier Glauben schenken möchte, ist ja ein guter und demokratischer Staat und Israel ist ja bekannt dafür, dass es das praktiziert und das auch schon seit vielen Jahrzehnten, also seit seiner Existenz. Ja, das Gleiche tut übrigens auch das Kiewer Regime und das sollen ja auch hier die größten Demokraten sein. Die haben ja schon sehr viele Leute irgendwie, wie sie ja selbst zugegeben haben, auch liquidiert, auch in Russland, auch in anderen Teilen der Welt, beispielsweise wie jetzt Daria Dugina und auch viele andere Leute jetzt in Russland. Ja, und das sind ja die größten Demokraten. Es scheint ja hier für die westliche Presse auch kein großes Problem zu sein. Auch die USA übrigens. Ja, ihr könnt euch ja mal die Frage stellen, warum jetzt beispielsweise Edward Snowden, der sich ja jetzt in Russland aufhalten soll, dass man ihn irgendwie nicht in Moskauer Cafés und ähnliches sehen kann, dass er nicht großartig da in Russland öffentlich auftritt, auch wenn jetzt Russland sogar nicht das amerikafreundlichste Land ist. Trotzdem hat ja scheinbar Edward Snowden seine Gründe, warum er sich lieber bedeckt hält und sich selbst in Russland vor den Amerikanern offensichtlich versteckt. Und genau dieselbe Praxis, wie das eben auch die demokratischen Staaten hier tun, also die Staaten, die hier als demokratisch bezeichnet werden, genau dasselbe, würde ich jetzt zumindest vermuten, tut auch Russland. Und ich will auch dazu noch eine Sache sagen. Also ich will auch gleich klarstellen, ich habe darauf keinen Einfluss. Ich bin nur für mich selber. Ich bin einfach nur ein ganz normaler YouTuber, wenn man so will. Also ich weiß nicht, ob es passieren wird, aber ich würde einfach mal vermuten, beziehungsweise das prognostizieren, dass sicherlich auch Russland, der russische Staat, noch die ein oder anderen Leute auch entsprechend beseitigen wird. Also dass da auch noch die ein oder anderen noch auf ihre Stunde der Wahrheit, auf ihren Tag X warten. Also verschiedene Vertreter jetzt des Kiewer Regimes, irgendwie jetzt die Sippschaft von Zelensky beispielsweise, jetzt die Klitschko-Brüder und ähnliches. Also das kann gut sein, dass die auch nochmal, also ich habe wie gesagt keinen Einfluss darauf, aber ich denke, dass es passieren wird, dass auch die früher oder später nochmal ihr blaues Wunder erleben werden. Saakaschwili beispielsweise, der ja damals den Krieg in Georgien angezettelt hat. Gut, da musste Russland nicht großartig eingreifen. Da hat schon die neue georgische Regierung in den Knast gesteckt. Darüber werde ich jetzt auch nochmal die nächsten Tage sprechen. Also wenn das Karma die Leute nicht selbst erreicht, dann wird Russland diese Leute sicherlich auch noch bestraft. Also die ein oder anderen Leute von denen, die eben Russland hier schaden wollten. Also zusammenfassend zu der ganzen Sache will ich auch nochmal ganz klar sagen, also ich finde persönlich ist gut, was passiert ist, egal ob es jetzt Leute sind von der pro-russischen oder von der pro-westlichen Seite. Ich wünsche niemandem irgendwie, dass der großartig jetzt in Gefängnissen sein Leben verbringt oder auch entsprechend unter der Erde sein Leben verbringt. Also ich wünsche allen eigentlich nur, dass die zu Hause sind, allen nur das Beste so in dem Sinne. Von daher, wenn es dadurch ermöglicht worden ist, dass mehr Leute eben entsprechend in Freiheit sind, dann ist dieser Schritt aus meiner Sicht auf jeden Fall zu begrüßen. Das wollte ich einmal für heute gesagt haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns auch schon bald wieder im nächsten Video. Und vergesst auch nicht auf jeden Fall, meinen Kanal unbedingt zu abonnieren. Also Leute, bis zum nächsten Mal. Tschüss.